Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde World of Warcraft. Wir sind hier direkt mittendrin und es kann spannend werden. Mir ist die Empfehlung nicht aus dem Kopf gegangen, dass ich mich an dem Heilermönch orientieren soll. Und deswegen, da auch gerade wieder Zeitwanderung ist, mein Lieblingsevent, dachte ich mir, wir nutzen das doch direkt mal. Und wir haben hier direkt erstmal ganz gut Impact gehabt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ah, die Kapuze mag ich überhaupt nicht. Vielleicht beim Schurken. Aber beim Mönch bleibe ich lieber bei dem Hut. Wo ist die Rolle? Aber gut, jetzt lassen wir sie erstmal. Das letzte besser. Oh, wir haben das nächste. Ich würde gerne eins von den unteren. Weil die sind immer so die mächtigeren. Ich guck gleich mal. Wir machen das nach dem Dungeon. Gib mir die Jadeschlange. Sehr schön. Bei dem brauche ich einfach, bei den Mönchen oder den Pandaren allgemein, brauche ich einfach immer die Jadeschlange. Das war gut. Und auch das sind wieder Handwerksmaterialien. Ich habe eine Idee, wie wir die Taschen ausgetauscht bekommen. Ich tausche jetzt mal parallel auch so ein bisschen ein paar Sachen durch. Weil jetzt gerade geht es einigermaßen. Ich habe die zweite Tasche, genau. Und jetzt erstmal, Hauptsache erstmal raus damit. Ausrüstung ist Gegenstände, können im Kampf nicht geändert werden. Ich will den nicht ändern, ich will den verschieben. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Okay, konzentrieren wir uns wieder hier drauf. Das war gerade so ein bisschen hin und her. Der hat noch eine andere schöne Funktion. Ähnlich wie der Dissi kann er auch, und der Parler kann auch sehr offensiv werden. Zu dem Erwecker oder Ruferheiler kann ich mich noch nicht so äußern. Ich habe ihn mir irgendwie immer noch nicht gemacht. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Wir gucken mal. Vielleicht, es ist sehr wahrscheinlich, dass er als nächstes sich der Welt erblickt. Ich bin außer Reichweite. Der World of Warcraft. Scheiße. Das ist zu weit entfernt. Genius. Okay, hier drinnen bin ich sicher und kann in Ruhe die Gruppe heilen. Ich muss näher heran. Okay, hier habe ich alle. Komm. Shinuns Gabe! Ei, Berührung des Todes knallt richtig rein. Ich vergesse das jedes Mal. Und bin dann jedes Mal neu beeindruckt. Irgendwie süß. Och, ey, wo seid ihr denn? Ich will nicht, dass jemand stirbt. Was ist ein Wildvogelei? Ich dachte, das kann man jetzt ausbrüten. Kann man hier auch sowas ausbrüten? Gibt es hier irgendwie so Pets, die ausgebrütet werden müssen? Das wäre geil. Also ich weiß, dass du bei Esveto da so ein total niedliches Tier bekommst, so ein Orosättig. So ein Grün. Der ist echt süß. Wäre schon geil, wenn das hier auch gehen würde. Ach so, wenn wir jetzt hier so spielen, dann mache ich natürlich die hier.
benutze meine Beweglichkeitsbundles. So, alle Gifte weg. Da war die nach dem Kick mal richtig aus dem Häuschen. Der war schlecht, da müsst ihr euch jetzt alle fremdschämen. Ich habe kein Ziel. Und ich muss so lachen, weil die Nummer so peinlich war, dass ich jetzt nicht mehr aufhören kann zu lachen darüber. Okay, holen wir uns die beiden Dicken da oben. Das war dein Sohn. Okay. Kampfstil ist Kranich. Muss ich irgendwie da runter? Ihr seid in einen Kampf verwickelt. Deswegen kann ich nicht aufmauen. Aber die anderen konnten. Holen wir uns die Schlangen und dann haben wir es. Und dann ist auch der nächste langsam auf Stufe 70. Was ich noch in Erinnerung habe, dass mir irgendwann mal gesagt worden ist, dass der im PvP sehr reinknallen soll. Was ich mir sehr gut sogar vorstellen kann, weil es ist halt einer, A, der kann sich wehren bis zu einem gewissen Punkt. Und B, der kann trotzdem krass heilen. Also gerade hier auch diese Sheluns Gabe, die knallt ja richtig rein. Und dann hast du ja auch noch die anderen, die ja genauso böse sind. So, wir machen mal den Kreis des Friedens um uns hier herum beim Bosskampf. Ich nutze den Kranich, um die Gruppe zu heilen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich so ein bisschen an dieser Empfehlung ranhangeln. Und dann schauen wir mal. Wir nutzen erstmal jedenfalls das Zeitwanderungs-Dungeons-Event aus, auch in einem kleinen Stream dann noch. Für heute war es das jedenfalls erstmal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Eins meiner Lieblingsevents ist wieder da. Das kann was werden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.